Aber dir, Freunde der guten Unterhaltung, herzlich zurück bei Factorio. Wir wollten die Stromversorgung verbessern. Und ich fahre hier gerade alles mit dem Panzer kaputt. Ich steige lieber aus. Das wollte ich nicht. Nein, ich bin unschuldig. Ich wollte den die Stromversorgung verbessern, weil es reicht gerade nicht aus. Ich werde jetzt mal noch das eine Solarpanel hier machen. Also das mit dem Solarpark, das ist eine. Jetzt weiß ich wieder. Und dann müssen wir hier irgendwie das Ganze noch mal hier mit der Kohle dann noch ein bisschen verbinden. Einmal so. Und ach, ich brauche wieder Eisen. Einmal so. Dann lasse ich hier einfach mal die Kohle ein bisschen weiterlaufen, weil von der haben wir genügend. Weil das mit dem Brennstoff hier, das reicht irgendwie vorne und hinten nicht aus. Wir haben jetzt zwar hier den da, der das Schweröl verarbeitet, aber anscheinend kriegen wir nicht genügend Schweröl raus. So, ja, also das reicht jetzt gerade, das ist gut. Warum wird das hier nur der linke? Ach ja, egal. Mir egal, wieso das so ist und nicht anders. Auf jeden Fall produzieren wir jetzt wieder Strom. Ich habe da ein Solarpanel noch auf der Tasche. Das bauen wir hier rein. Kann ich das hier hinbauen? Nee, aber hier könnte ich. Machen wir hier die Reihe einfach mal voll. Also dieses Solarfeld hier, das mache ich schon noch voll. Aber wir müssen uns dann um irgendwie eine andere Möglichkeit da mal kümmern, dass wir unsere Stromversorgung aufrechterhalten. Aber das vorne und hinten nicht ausreicht. Was braucht jetzt so viel? Immer nur unsere Erzförderer und die Lichtbogenöfen. Ach ja, da bin ich ja Richtung Lichtbogenofengang. Ja, das könnte man hier eigentlich auch noch machen. Dann wird der ganze Brennstoff, den wir da haben, da unten rein fließen. Und hier den werfen wir auch noch rein und den hier. Die Kohle, die lassen wir mal so. So ist gut. So. Das fließt. Die haben noch genügend Vorrat. Und dann fahren wir mal ein bisschen Panzer. So. Dann müssen wir hier noch die Munition verteilen. Einmal. Zweimal. Und dann steigen wir mal ein. Ach, ich muss ja hier außen rumfahren. Ich habe da unten kein Tor. Also ich will die hier mal ein bisschen platt machen da. Die regen mir jetzt langsam auf. Muss man hier Tor, da freien Stahlträger. Warum brauche ich fürs Tor Stahlträger?
Das sind wahrscheinlich nur die vier, ja, die vier Mauern. So. Halt eben zum Steuern, das ist nicht leicht. So. Da hat er einen Bremsweg, hey, das ist nicht mehr lustig. Oh. So, dann haben wir hier mal 1, 2, 3, 4, 5. Super. Und dann heizt man hier einfach mal durch. Echt easy mit dem Ding hier. So, dann ist ja das Ding, das ist dann noch hier drin. Hier einfach mal ein bisschen steuern lässt. Dann wird das Ganze schon ein bisschen einfacher. Jetzt habe ich immer noch, aber noch keine Munition mehr. Dann fahren wir einfach mal weiter. Okay. Hier wird doch einiges geboten hier. Warum sehe ich das nicht auf meinem Radar? Ah, da fahren wir jetzt einfach mal durch. Das fahren wir jetzt einfach mal alles gut. So. Hier mal Ruhe da. So, dann fahren wir jetzt mal hier rückwärts. So. Alles tot. Jetzt düsen wir hier einfach mal ab und fahren wieder nach Hause. Es wird dunkel. Jetzt haben wir noch mehr von diesen Artefakten gesammelt. Wie schnell fährt der jetzt? 41 fährt er. Zack und weg ist er. So. Jetzt müssen wir natürlich unseren Panzer irgendwo sicher abstellen. So, der wird jetzt bestimmt gleich repariert, ja genau. Und dann müssen wir nur noch unsere Geschosse irgendwie ein bisschen automatisieren. So, dann haben wir schon mal unsere Freunde da unten mal ein bisschen platt gemacht. Mit dem Panzer ist ja echt easy. Einfach durch und gut ist. Und wenn man, jetzt habe ich eigentlich ja nur die diese Kanonengeschosse gehabt. Wenn wir jetzt die Explosiv noch haben. Und diese Raketen, also ich glaube, da bleibt nichts mehr, da bleibt kein Stein auf dem anderen, so heißt es. Naja, unsere Kupferversorgung, die läuft jetzt auch endlich wieder geschmeidig. Eisen, ja auch. So. Hier durch und Stromversorgung, unser großes Thema. Einerseits Solarpanels, da habe ich natürlich wieder kein Eisen und kein Kupfer. So, da bediene ich mich jetzt einfach mal hier. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So.
auch hier einfach mal welche von da. Wir wollen ja ein bisschen hier den Ökostrom verbreiten. Wollen wir nicht nur diesen dreckigen Dampfmaschinen laufen lassen. Hat nämlich dann auch den Vorteil, dass wir, eigentlich keine Ressourcen mehr brauchen. Also so müssen wir jetzt immer schauen, dass wir hier Kohle und den Festbrennstoff durchjagen, was mit den Solarpanels ja nicht der Fall ist. So, die brauchen... Okay. Das heißt, jetzt ist unsere Akkus sind voll. Hier brauchen wir eigentlich noch ein bisschen mehr, da brauchen wir noch ein bisschen von den grünen aber für das hier haben wir 10 von denen. Wir haben doch hier oben haben wir noch unsere Produktion von denen. So, dann picken wir uns doch einfach wieder. Das ist eigentlich eine Anforderung, aktive Anbieterkiste. Das heißt, ich bräuchte ja eigentlich nur hier sagen, ich will jetzt davon was. Und dazu brauchen wir die Batterien, die grünen. Naja, da bauen wir dann einfach nochmal 5 davon. Und den Akkus, vielleicht können wir das nicht merken, wo da was ist. Und hier 2. So, unsere Dinge haben wir hier einmal. Zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. So, ja, es sieht schon mal gut aus. Sieht gut aus. Ideal ist, wenn die Dampfgeneratoren hier so schwanken. Das heißt, sie sind nicht am oberen Limit. Da sieht man, wie wir es ausgebaut haben. So, haben wir da noch mal welche hier? Nein. So, dann einmal hier. Da werden wir wahrscheinlich nichts reinkriegen. Machen wir hier unten weiter. Ja, wie man sieht, ist das mit der Kohle, das reicht hier leider nicht aus. Die können gar nicht die maximale Leistung geben, die sie bräuchten, die sie geben könnten, weil es Wasser zu kalt ist. Und deswegen bauen wir hier noch ein bisschen nach. Und den Logistikrobotern mal 5 bauen oder warten, bis wir die durch haben, weil die sonst nicht dieses es wird noch mal dieses Flugrobotergestell aufgegeben, dass das gebaut wird. Und das will ich eigentlich nicht, sonst wird hier meine Auftragsreihe dann einfach zu voll und dauert es immer ewig. Kann ich hier zugreifen? Ja. Dann machen wir dich hier mal voll und dich hier und dich hier und dich da drüben kann ich auch noch voll machen.
Das heißt, es reicht jetzt eigentlich die Kohle und die Produktion von diesem anderen Treibstoff, die reicht jetzt eigentlich gerade nicht aus. Das ist eigentlich ja, schlecht. Dazu bauen wir jetzt nochmal eine Ölförderanlage. Und die bauen wir 100%, 119, die kommt dann hier hin. Die kriegen wir hierher. Die Flugrobotergestelle haben wir, da können wir die 5 bauen. Ja, wir laden. Ja, das schwankt gerade. Ich wissen jetzt selber nicht die Akkus, ob sie jetzt laden oder nicht laden sollen. Kohle? Nein, ich habe keine Kohle mehr. So, du kommst noch voll mit Kohle. Du kriegst auch noch Kohle. Noch 2 Akkus, die stellen wir noch auf. So, die stellen wir einmal hier. Nee, gar nicht. Da und da. Da und da auf. Und die Pumpe, die wollten wir noch aufstellen. Stellen wir so rum auf. Und jetzt die Rohre. Liter, 1,2, 0,4, ja irgendwann ist das hier wohl ganz erschöpft. So, dann arbeitet der wenigstens an der oberen Kapazitätsgrenze. Wenn wir immer mehr Öl reinkriegen, als wir in einem Zyklus verbraucht. Also das heißt, am Ende vom Zyklus ist eigentlich immer noch was drinnen. Oder so viel drinnen, dass er gleich wieder anfangen kann. Schmerzt dann gleich weiter. Raketenschaden können wir erhöhen. Was ist das? Alien-Technologie ermöglicht das Wissenschaftspaket, das Alien-Wissenschaftspaket. Für was brauchen wir das hier? Fürs Raketensilo. Elektroschockverteidigung. Für den Kampfanzug. Was machen wir denn noch als nächstes? Mobiler Drohnenhangar. Nicht, weil wir keinen Solarpanel haben. Das Solarpanel bräuchte die Verteidigungstechnik 3. Militär 4 ermöglicht was? Panzerbrechende Schrotpatronen. Logistik, Stromnetze. Ich glaube, ich gehe mal Richtung diesem Umspannwerk. Was ist das? Na halt, das wollt ihr eigentlich machen, oder? Diese Spielerabtransport-Logistik-Inventar, das machen wir als nächstes. So, 1, 2, jetzt die haben wir doch noch hier, genau.
Und einmal rechts rüber. Rechts rüber, mal nach unten. Dann bauen wir wenigstens genügend Sprengstoff, schon mal TNT, oder? TNT heißt es. Sprengstoff. Strom haben wir genügend. So, ja. Sieht gut aus. Solarpanels, die stellen wir auch noch gleich auf. Reicht das? Ah, das reicht hier noch. Einmal hier. Dann brauchen wir noch hier Masten. Da habe ich kein Kupfer dafür. Und bevor das rumgammelt, stelle ich es irgendwo auf, wo es auch Sinn macht, zum Beispiel hier. So, jetzt am helllichten Tage. Bringt das schon was? So. Wir haben hier das, die Chemiefabrik, die braucht im Moment mehr, genauso wie die Ölraffinerie. Ach genau, weil ich jetzt mehr Öl fördere, gibt es mehr für die Chemiefabriken zu tun. So, schauen wir mal. Das sieht sich gerade nur aus. 0,4, 1,0, 1,2. Hier 100 da. Dann stellen wir die nächste Fabrik dann hier drüben auf. Oh, das heute wird eine längere Folge geworden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, macht es gut, pfiat euch und Servus.